Landwirtschaftliche Produkte kaufen viele Verbraucher gern auf einem Bauernmarkt. In Los Angeles können Konsumenten nun auch ihr Cannabis direkt beim Erzeuger holen. In der US-Metropole hat der erste Marihuana-Markt Kaliforniens eröffnet. Laut der Betreiberin Paisley Bradbury soll so der Einfluss der Zwischenhändler gebrochen werden. In Los Angeles sind 135 Verkaufsstellen genehmigt worden. Und ich glaube, dass sie dadurch Macht bekommen haben, den Markt zu kontrollieren. Wir öffnen den Markt für die Erzeuger. Sie können direkt mit den Konsumenten in Kontakt treten und ihre eigenen Preise festsetzen. Es ist toll. Kunden und Verkäufer zeigten sich von dem Geschäftsmodell am Freitag begeistert. Wir finden es toll, unseren Kunden von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, sagt Shane Coronado, der Marihuana-Tee verkauft. In eine Verkaufsstelle kommen über den Tag verteilt vielleicht 100 Kunden, aber hier treffen wir Tausende und sie können bei uns probieren. Wenn sie es mögen, kaufen sie, wenn nicht, dann nicht. Im Laden hat man es mit Angestellten zu tun, die ja jedes Produkt vertreten müssen. Aber die Hersteller haben vermutlich all ihre Sachen mehr als einmal probiert. Andere Kunden schätzen den Markt vor allem wegen der bequemen Einkaufssituation. Hier hat man alle Händler auf einem Haufen und man muss nicht durch die Stadt kurven. Und ohne Zwischenhändler bleiben auch die Preise niedrig. Ich finde das hier unschlagbar. Ähnliche Cannabis-Bauernmärkte gibt es bereits in den US-Bundesstaaten Washington und Colorado. Im Gegensatz zu den Märkten dort darf der Rauschhanf in Kalifornien aber nur auf Rezept zu medizinischen Zwecken verkauft werden.